Mittwochabend, 19 Uhr. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Zeit für Tiere. Heute bin ich, wie Sie sehen, nicht alleine hier im Studio, sondern habe tierische Rückendeckung bekommen. Diese beiden Hundedamen darf ich Ihnen vorstellen. Einmal sitzend Kitty und hier auf dem Schoß liegt Cherie. Beide Hunde stammen aus Massbach. Und bei diesem Namen klingelt es jetzt wahrscheinlich bei Ihnen. Massbach, dieser kleine unterfränkische Ort, stand jahrelang für ein einziges Tierdrama. In unserer letzten Sendung haben wir ausführlich darüber berichtet. Über 300 Hunde lebten dort völlig verwildert auf einem Grundstück. Seit Jahren gab es einen Rechtsstreit zwischen dem Besitzer der Tiere und dem Landratsamt. Und über all diese Jahre hinweg hat sich die Situation der Hunde weiter verschlimmert. Bis sich dann auf einmal die Ereignisse überschlugen. Per Gerichtsurteil wurde der Hundebesitzer dazu verdonnert, alle Hunde kastrieren zu lassen. Hat aber nicht getan. Die Frist verstrich und auf einmal sollten die Vierbeiner getötet werden. In dieser Situation wurden dann die bayerischen Tierschützer aktiv. Zwar können wir heute noch nicht sagen, Ende gut, alles gut, aber sehen Sie selbst. Auf diesem Hof in Massbach, Kreis Bad Kissingen, leben 334 Hunde. Ein riesiges, verwahrlostes Rudel. Mario Buska, dafür verantwortlich, widersetzte sich jahrelang allen Anordnungen der Behörden, ließ seine Tiere weder impfen noch sterilisieren. Jetzt endlich sollen ihm die Hunde weggenommen werden. Mario Buska gilt als unberechenbar. Wenige Tage vor der behördlich angeordneten Räumung führt man ihn zwangsweise einem Nervenarzt vor. Vielleicht auch ein Versuch, ihn daran zu hindern, sich gegen die Enteignung mit Gewalt zu wehren. Aber nach der Untersuchung wird Buska wieder nach Hause geschickt. Der Tag der Räumung ist da. Die Hundestaffel der Polizei rückt an. Man hat sich auf alles vorbereitet. Morgen. Ebenfalls aufgefahren sind Krankenwagen, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Alle sind fest entschlossen, heute unter allen Umständen das Gelände zu räumen und die Hunde den Tierschützern zu übergeben. Eine Münchner Tierärztin konnte Mario Buska klarmachen, dass es keinen Ausweg mehr gibt, dass er kooperieren muss und dass seine Mithilfe von größter Bedeutung ist, wenn alle Hunde die Räumung möglichst ohne Stress überstehen sollen. Die Tiere haben ein Beruhigungsmittel erhalten, können die Augen kaum mehr aufhalten. Und dann das Unglaubliche. Buska, der sich immer quergestellt hat, hilft mit. Er ist der Einzige, von dem sich die Tiere einfangen lassen. Solange er in der Nähe ist, bleiben sie ruhig. Draußen angekommen, werden alle Hunde fotografiert, kurz untersucht und dann in die Autos der Tierschützer geladen. Alles läuft sehr ruhig ab. Diese halbwilden Hunde reagieren auf Berührung durch Fremde mit einer unglaublichen Gelassenheit. Sie scheinen zu spüren, dass dies ihre einzige Chance ist. Jedes Tierheim, das irgendwo ein freies Plätzchen hat, versucht zu helfen. Sogar aus dem Ruhrgebiet sind Tierschützer gekommen. Eine beeindruckende Solidarität, um diese Hunde vor dem Tod zu retten. Die Tierrettung Bayreuth schickt Spezialisten. Besonders Scheuerhunde müssen mit Narkosepfeilen betäubt werden. Die einzigen, die auf dem Hof bleiben, sind Ponys und Ziegen, wenigstens vorläufig. Wir haben die Tierschützer begleitet. Es ist bereits 8 Uhr abends, als die Hunde im Tierheim Neuburg an der Donau eintreffen und ihr neues Zuhause beziehen.
eigentlich bin ich positiv überrascht, nachdem ich jetzt in den letzten Tagen das auch im Fernsehen verfolgt habe. Und habe ich mir die Hunde wesentlich vom Wesen, vom Verhalten her wesentlich schlimmer vorgestellt. Sie sind eigentlich relativ unproblematisch, wenn man davon ausgeht, wie sie gehalten worden sind. Ich gehe davon aus, dass sie in relativ kurzer Zeit so weit sein werden, dass sie wirklich auch vermittelt werden können. Sie sind also weder schreckhaft noch aggressiv. Größere Probleme sehe ich eigentlich nicht. Wichtiges kann nun nachgeholt werden. Entwurmen, impfen, Gesundheitscheck und die Weibchen müssen möglichst schnell kastriert werden, damit es nicht zu noch mehr unerwünschtem Nachwuchs kommt. Wären die Tiere noch länger auf Buskas Hof geblieben, wären bald zu den 300 erwachsenen Hunden noch ca. 100 Welpen hinzugekommen und dort wahrscheinlich sehr schnell gestorben. Es war höchste Zeit. Sie haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Insbesondere jetzt die, die sind vor ein, zwei Tagen kastriert worden. Das ist natürlich jetzt eine günstige Gelegenheit, weil sie ein bisschen ja, noch unter Beruhigungsmitteln stehen. Und das ist natürlich ein günstiger Zeitpunkt, jetzt Kontakt aufzunehmen. Und die lassen sich alle problemlos, sehen sie selber, problemlos anfassen. Ist noch eine gewisse Scheu da, aber überhaupt kein Problem, dass man jetzt davon ausgehen müsste, dass die sich da nicht mehr sozialisieren lassen oder keinen Kontakt zu Menschen aufnehmen. Also ich sehe da keine Probleme. In den großen Freiläufen im Neuburger Tierheim sind momentan 25 ehemalige Buska-Hunde untergebracht. Es wird nicht mehr lange dauern und dann können die ersten das Tierheim wieder verlassen. Jetzt ist sie zu Gast bei uns im Studio, die Frau, die diese Riesenrettung in Masbach mitorganisiert hat, Dr. Monika Koller, mit ihren beiden Hunden. Frau Koller, was haben Sie denn dem Mario Buska da in dieser Situation gesagt, sodass der auf einmal mitgemacht hat? Damit hatte ja keiner gerechnet. Also es war so, dass er ja im Vorfeld bereits eingestimmt hat, dass wir alle Junghunde vom Grund nehmen dürfen. Er hat inzwischen eingesehen, dass die Hunde einfach zu viel waren für das Gelände. Und er hat also jederzeit akzeptiert, die Junghunde zu verbringen und das restliche Rudel zu kastrieren, aber auf dem Grundstück zu behalten. Mhm. Und dann hat sie trotzdem aber rausgegeben, auch die älteren Hunde? Ja, er hat dann einsehen müssen, dass er sie alle rausgeben muss. Es dauerte zwar einige Zeit Überzeugungsarbeit, aber er hat dann eingestimmt, die Alten rauszugeben, die Hunde rauszugeben, die nicht in seinem Besitz sind, sondern im Besitz seines Kollegen. Also er hat bis zum Schluss eigentlich mitgewirkt und uns geholfen, also alle Hunde restlos vom Grundstück zu verbringen, bis auf drei oder vier die nachts aus irgendwelcher Umgebung wieder zurückkamen. Jetzt glaube ich mal, dass nicht nur mir wirklich die Gänsehaut den Rücken runterlief beim Anblick dieser nassen Hunde, die sich da aufeinander gesetzt haben in ihrer Angst, teilweise schon betäubt. Es ist natürlich nur ein optischer Eindruck, dass die so schmutzig waren. Wie war denn für Sie der Eindruck als Tierärztin, als Sie die Hunde rausgeholt haben? In welchem Zustand waren die? Also vom Medizinischen muss man sagen, sie waren alle verwurmt, hatten Ohrmilben und etc. Sie waren zum Teil, also man sieht es an ihr, zum Teil hatten sie Tumoren, die natürlich über Jahre vernachlässigt wurden und alle jetzt erst behandelt werden können. Vom Ernährungszustand waren sie mit Sicherheit nicht unterernährt, wie man an ihr sehen kann. Kleine Kugel. Ach, ja. Aber vom Gesundheitszustand bestimmt desolat. Jetzt wurde ja viel geredet, die Hunde seien aggressiv, würden Menschen gerne mal zwicken, beißen. Ich habe heute ein paar Hunde in Neuburg an der Donau besucht und gesehen, die waren genauso friedlich wie ihre beiden. Die sind vielleicht ein bisschen scheu, aber ansonsten doch ganz zutraulich. Woher kam denn dieses Gerücht, die Hunde seien so wahnsinnig aggressiv? Also ich kann mir es nicht erklären. Es kam wahrscheinlich zum Teil aus dem Gutachten, das über die Hunde gemacht wurde. Meiner Ansicht nach sind sie weder genetisch geschädigt noch verhaltensgeschädigt. Es sind Rudelhunde. Rudelhunde sind immer gut sozialisiert. Und ich denke, mit ein bisschen Geduld und Menschen, die ein bisschen Hundeverstand haben, alle, fast alle, bis auf die alten, vielleicht eingefleischten Einzelgänger, zu sozialisieren und in Familien aufgenommen werden zu können. Jetzt haben Sie 5 Hunde mitgenommen aus Masbach. Wie war so diese erste Zeit? Die erste Zeit war anstrengend und ich kann mir vorstellen, dass manche Tierheime ganz schön kämpfen, wenn die teilweise 30 Hunde da zu versorgen haben. Die Hunde
zerstören alles am Anfang, wenn sie in eine neue Umgebung kommen, müssen alles untersuchen, müssen alles Kopf über, Kopf unter. Ist eine völlig neue Welt, ja. Muss man ja auch dazu sagen. Also sie lernen eigentlich täglich, ich würde sagen, sie haben in den letzten 3 Wochen so viel gelernt, wie ein Junghund in einem Jahr lernen muss, bis er ausgewachsen ist. Aber sie machen jetzt auf mich wirklich einen tollen Eindruck. Ja, sie sind straßensicher, sie sind... Studiosicher? Ja, sie sind stubenrein, zum Großteil, ja. Also wirklich zu 99% stubenrein. Also ich denke, mit ein bisschen Nachhilfe und Verstand in den Griff zu kriegen. Kriegt man einen tollen Hund. Was passiert denn eigentlich mit den Ponys, die dort bleiben, dort geblieben sind? Die Ponys stehen noch vor Ort, sind in einem sehr guten Zustand. Also die Ziegen, die Ponys, die Gänse, die Hühner sind in einem sehr guten Pflegezustand. Ich denke aber, dass das Gelände geräumt wird, wahrscheinlich nächste Woche oder demnächst, und dass die Tiere verbracht werden müssen irgendwohin. Also der Bund gegen Missbrauch der Tiere hat das Angebot gemacht, die zu übernehmen. Ich denke, der Tierschutzbund eventuell, das muss noch geklärt werden, wenn es dann soweit ist. Aber es steht das Angebot, die werden sofort geholt und auf den Gnadenhof verbracht. Also auch ein positives Ende für die Tiere. Ja. Jetzt wird es ja wahrscheinlich kein Problem sein, die jungen Hunde zu vermitteln. Die Dame hier ist aber schon älter. Können Sie uns vielleicht ganz kurz abschließend noch ein bisschen was zu dir erzählen? Sie soll zwischen 8 und 12 sein, also ich schätze auch auf 10 Jahre. Es ist schwierig, solche alten Hunde an neue Besitzer zu vermitteln, vor allen Dingen in dieser Anzahl. Also wir brauchen ja hier 100 Leute, die einen alten Hund aufnehmen wollen. Und die werden wir nicht finden in kurzer Zeit. Und darum bin ich der Meinung, dass wir die also wieder einsammeln sollten, aus den Tierheimen an einen gemeinsamen Ort bringen, kastrieren natürlich, gesundheitlich, medizinisch versorgen und da leben zu lassen als Gnadenhofrudel. Da haben wir jetzt auch gleich den richtigen Ansatz. Es gibt nämlich auch bereits eine Spendenkontonummer. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch bei uns im Studio und großes Kompliment von uns allen für Ihren Einsatz dort in Masbach. Dankeschön, Frau Dr. Koller. Sie haben es gerade gehört, man muss wirklich ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich können nicht alle Tiere einen neuen Besitzer finden, denn manche sind einfach viel zu alt und auf das Leben in einem Hunderudel angewiesen. Damit diese unvermittelbaren Tiere nicht eingeschläfert werden, sondern noch einen artgerechten Lebensabend gemeinsam mit ihren Kollegen verbringen können, würde das Tierheim Neuburg an der Donau ein Gehege bauen, in dem dieses Restrudel dann leben könnte. Das Ganze kostet natürlich Geld. Nicht nur das neue Gehege muss gebaut werden, sondern auch danach fallen Futterkosten und natürlich auch Tierarztrechnung an. Das heißt, jetzt sind Sie gefragt. Denn der Deutsche Tierschutzbund hat ein Extrakonto für diese alten Hunde eingerichtet. Wenn Sie ein paar Mark erübrigen möchten, dann kommt hier die Bankverbindung für Sie. Das Kennwort lautet Masbach Restrudel bei der Hypo Vereinsbank in Illertissen, Bankleitzahl 630 204 50, Konto 215-016-0483. Von Bayern aus machen wir jetzt einen ganz großen Sprung, und zwar in die Antarktis. Greenpeace war dort wieder aktiv und als Tierfreunde wissen Sie jetzt wahrscheinlich sofort, worum es geht, um den Walfang. Alle Jahre wieder setzen die Japaner ihre Segel und machen dort Jagd auf die friedlichen Meeressäuger. Alle Jahre wieder werden sie dafür von der Internationalen Walfangkommission verurteilt, denn in deren Augen ist das, was Japan da macht, illegal und verstößt gegen internationales Seerecht. Vor 6 Jahren ist die Antarktis zur Schutzzone erklärt worden. Kommerzieller Walfang wurde damit verboten. Ein Verbot, das die Japaner umgehen, indem sie ihr Abschlachten als wissenschaftliche Forschungen deklarieren. 2 Monate lang war Greenpeace vor Ort. Die Umweltschützer haben teilweise ihr Leben riskiert, um gegen die perfide Jagd inmitten einer internationalen Schutzzone zu protestieren. Die Jagd auf Großwale zur Fleischgewinnung wurde 1987 gestoppt. Zusätzlich wurde 7 Jahre später von der Internationalen Walfangkommission am Südpol ein Schutzgebiet eingerichtet. Mitglied dieser Organisation ist auch Japan. Die Umweltorganisation Greenpeace beim Kontrollieren der Gewässer. Ein Wal und ein Walfänger. Japanische Flotten halten sich offensichtlich nicht an das international gültige Übereinkommen. Am hinteren Ende des Fabrikschiffs ein gefangener Wal. Er soll zum Schlachten an Deck gezogen werden. Greenpeace-Aktivisten versuchen zu stören, binden ihr Boot an dem Wal fest.
Für wissenschaftliche Zwecke dürfen Wale dem Abkommen nach in geringen Zahlen getötet werden. Die Japaner nutzen diese Hintertür und betreiben unter dem Deckmantel der Wissenschaft nach wie vor kommerziellen Walfang. Und das auch noch in geschützten Gewässern. Das Vorgehen der sogenannten Wissenschaftler gegen die unerwünschten Augenzeugen ist äußerst aggressiv. Ungeachtet der Gefahr für die Bootsinsassen kappen die Walfänger brutal das Seil. Diese gefährliche Schlacht haben die Naturschützer verloren. Japaner versuchen, die Welt zu belügen. Diese Schilder sollen eine wissenschaftliche Arbeit vortäuschen. Doch die Bilder zeigen kein Sammeln wissenschaftlicher Proben, sondern ein fachgerechtes Zerteilen des Wales für die Fleischgewinnung. Greenpeace bereitet ein waghalsiges Manöver vor. Mit ihren Körpern wollen die Schwimmer das Schiff daran hindern, weiter Wale zu töten. Ein lebensgefährlicher Versuch. Von Mensch und Tier sowie internationale Abkommen scheinen die Japaner überhaupt nicht zu interessieren. Greenpeace gibt nicht auf. Es gelingt mit Wasser, die Crew von der Harpune zu vertreiben. Ein kleiner Sieg. Wenn es 32 einsame Umweltschützer schaffen, wenigstens für kurze Zeit das Morden zu verhindern, dann sollte es doch dem Rest der Welt möglich sein, dieses illegale Schlachten endgültig zu beenden. Diese Bilder sind wirklich der Beweis. Wenn es um den Walfang geht, spielen Menschenleben ganz plötzlich keine Rolle mehr. In Japan gilt Walfleisch aber auch als Delikatesse und dementsprechend viel Geld bringt es natürlich auch ein. Es gibt allerdings auch eine hoffnungsvolle Meldung von Greenpeace. Angeblich will Bundesaußenminister Fischer bei einem bald anstehenden Japan-Besuch das Thema Walfang ansprechen. Hoffen wir, dass er dann kein Blatt vor den Mund nimmt. Wir kommen jetzt zu einem etwas erfreulicheren Thema, vor allem für alle Pferdefreunde. In Norddeutschland gibt es eine Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen. Zunächst klingt das ja verwunderlich, denn bei gefährdeten Tierarten denken wir doch eher an seltene Schmetterlinge in den Tropen oder Berggorillas ohne Lebensraum. Aber auch bei uns in Bayern passiert so etwas. Und darum wurde das Rottaler Warmblut, einst der Stolz Bayerns, zur gefährdeten Nutztierrasse des Jahres 2000 erklärt. Es gibt nämlich nur noch 18 Stück. Glücklicherweise haben jedoch zwei engagierte Tierärzte in Niederbayern den Traum, diese wirklich wunderschöne Pferderasse wieder aufleben zu lassen. Ihr Ziel sind keine strengen Rasserichtlinien, was das Stockmaß oder die Färbung angeht. Hier geht es um den wirklich tollen Charakter der robusten und widerstandsfähigen Tiere. Seit Jahrhunderten ist dieser Landstrich zwischen Inn und Donau eine Hochburg der Pferdezucht. Doch die älteste bayerische Rasse war noch bis vor ein paar Jahren so gut wie ausgestorben. Sie schien unwiederbringlich der Vergangenheit anzugehören. Einst waren hier kräftige Warmblüter verbreitet, deren Eigenschaften weithin geschätzt wurden. Alte Aufnahmen zeigen die Rottaler Pferde als tüchtige und verlässliche Gefährten der Menschen. Heutzutage findet man nur noch wenige Urenkel dieser traditionellen Rasse. Doch es gibt sie. Und in Zukunft sollen hier auf dem Hof im niederbayerischen Beutelsbach wieder mehr Nachkommen aufwachsen. Nur so kann verhindert werden, dass die ausgeglichenen und umgänglichen Tiere womöglich doch noch aussterben. Derzeit kann von einer Entwarnung keine Rede sein. Nur noch 20 fortpflanzungsfähige Stuten und zwei Hengste Rottaler Abstammung konnten bei einer europaweiten Bestandsaufnahme vor 7 Jahren gezählt werden.
Mittlerweile gibt es noch 10 Stuten, aber auch wieder 8 männliche Tiere. Diese ersten Rückzüchtungserfolge sind den Pferdefreunden Lilo und Arno Scherling gelungen. Ich würde mir schon wünschen, dass diese alte bayerische Rasse wieder mehr Anteil beim bayerischen Warmblut findet. Und ja, dass mehr Leute wieder diese Qualitäten entdecken und sich auch mit diesen Pferden freuen. Um ihrem Ziel etwas näher zu kommen, arbeiten die engagierten Züchter mit der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen zusammen. Diese ernannte die Rottaler zur gefährdeten Nutztierrasse des Jahres 2000. Der Schutz heimischer Tiere ist eine wichtige und dringende Aufgabe. Denn nach Mitteilung der Welternährungsorganisation verschwindet weltweit jede Woche eine Nutztierrasse für immer. In Deutschland ist zum Beispiel bereits das rotbunte Husumer Schwein ausgestorben. Ebenso das Weideschwein. Und auch das Kelheimer Rind existiert nur noch auf verblichenen Fotos. Die Nachkommen der Rottaler Pferde, die noch leben und die Scherlings zu sich geholt haben, sind meist auch nicht mehr reinrassig. Doch in ihnen fließt das Blut ihrer Vorfahren. Durch passende Einkreuzungen kann es gelingen, bei ihren Fohlen wieder die typischen und wertvollen Eigenschaften der Traditionsrasse zum Vorschein zu bringen. Die alten Fotos zeigen, dass die Pferde aufgrund ihres braven und verlässlichen Charakters, ihrer Leistungsfähigkeit und Ausdauer früher nicht nur in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, sondern auch den Krankenwagen zogen oder mit der Feuerwehr ausrückten. Seit dem 16. Jahrhundert wurde die Zucht vom bayerischen Herrscherhaus besonders gefördert. Auserwählte kurfürstliche Beschäler, gemeint sind Deckhengste, veredelten die bodenständigen Stuten zur besten und bedeutendsten Zucht. Um der Rasse heute wieder auf die Beine zu helfen, bedarf es unermüdlicher Spurensuche nach den weit verstreuten Stammhaltern der Rottaler. Dadurch, dass dieses Zuchtbuch in den 60er Jahren vernichtet wurde, wurden eben auch die ganz wertvollen Zuchttiere in alle Winde zerstreut. Die wenigsten standen zu Beginn meiner Arbeit noch hier im ehemaligen Zuchtgebiet. Ich fand die versprengten bis im Vorarlberg. Erst jüngst habe ich wieder eine aus Österreich reimportiert und eben in die Zucht wieder eingegliedert. Ich möchte aber, dass die Tiere möglichst im Raum Bayern bleiben. Es ist nicht gut, wenn das Zuchtgebiet so ausfranst. Um das Erbe der Rottaler zumindest im Ursprungsgebiet zu erhalten, wird die Nachzucht heute wieder mit dem unverwechselbaren Brandzeichen gekennzeichnet. Doch ist nicht beabsichtigt, eine Art Museumspferd heranzuziehen, sondern Tiere, die vielfältig einsetzbar sind. Beispielsweise im immer populäreren Reit- und Turniersport. So wird auf diesem Hof bei Augsburg der Hengst Palazzo zum Dressurpferd ausgebildet. Seit einem halben Jahr ist er hier und lernt bereitwillig die verschiedenen Gangarten. Die Prüfungen für junge Pferde hat Palazzo bestens bestanden. Sein schwunghafter, raumgreifender Gang ist typisch für die Rottaler. Diese Eigenschaft geht auch auf die Vatertiere aus der Normandie, Oldenburg und Yorkshire zurück, die im vergangenen Jahrhundert in die heimische Zucht einbezogen wurden. Im Gegensatz zu anderen Rassen, die schnell nervös oder aggressiv werden, könnten Rottaler für viele Pferdefreunde ein passender Partner sein. Palazzo jedenfalls ist ein Musterbeispiel für Umgänglichkeit, Intelligenz und Eleganz. Palazzo lernt sehr leicht und hat sehr schwungvolle, schöne, elastische Bewegungen. Er ist auch ein sehr sensibles Pferd und deshalb eignet er sich sehr gut für die Ausbildung. Eine Dreiviertelstunde täglich, so sieht es das Ausbildungsprogramm vor. Danach hat sich Palazzo seine Verschnaufpause verdient. Während er hier bleibt, um weiterhin zuzulernen, werden auf dem Heimathof die Artgenossen für den Ausflug ins Freie bereit gemacht. Da sie nur auf der verhältnismäßig weichen Erde unterwegs sind, muss der Schmied sie nicht beschlagen. Er führt lediglich eine ausgefeilte Pediküre durch. Schon früher haben sich die Rottaler als Zugpferde bewährt. Der gewaltige Bewegungsdrang ist den Nachkommen geblieben. Die ländliche Umgebung ist für sie nach wie vor der passende Lebensraum.
Lilo und Arno Scherling halten ihre Schützlinge daher auch für geeignete Kutschpferde, die heutzutage wieder vermehrt zum Einsatz kommen könnten. Die kraftvollen Tiere reagieren gehorsam auf jede Bewegung von Lilo Scherling. Ich muss hier nicht zerren oder ziehen, sondern ich kann die ganz schön aus einer Hand fahren. Und sie gehen auf den kleinsten Wink vorwärts. Oder man sieht dann auch am Berg, wie man darauf galoppieren kann. Und oben, das ist ein kleiner Ruck und die gehen wieder im Trab und lassen sich sofort wenden. Also da gehört ein intelligentes Pferd dazu, das einfach auch mitspielen will. In den 60er Jahren war es zum einen die Mechanisierung der Landwirtschaft, die die Pferde verdrängte. Zum anderen wurde die Rasse aufgegeben, da Umzüchtungsversuche zum modernen Sportpferd nicht rasch genug gelangen. Die bayerische Warmblutzucht wurde fortan mit Stuten und Hengsten Hannoveraner Abstammung neu aufgebaut. Heute besinnt man sich auf das wertvolle Erbe der heimischen Zucht. Unter den geänderten Anforderungen könnten die Rottaler eine neue Blüte erleben. Doch noch ist die Pferderasse europaweit die seltenste und sie ist nach wie vor vom Aussterben bedroht. Es ist höchste Zeit, die Vielfalt der Tierrassen für die Zukunft zu bewahren. Das war's für heute von der Zeit für Tiere. Wir haben aber heute auch noch einen Faxabruf für Sie eingerichtet. Unter der Nummer 090 150 74 112 bekommen Sie alle Infos zu unserer heutigen Sendung, noch einmal die Angaben zu diesem Spendenkonto für Massbach und auch noch die Adressen der Tierheime, die Hunde aus Massbach aufgenommen haben. Vielleicht ist ja auch Ihr Traumhund mit dabei. Ich wünsche Ihnen allen jetzt noch einen schönen Abend hier bei uns im Bayerischen Fernsehen und würde mich freuen, wenn wir uns am 12. April um 19 Uhr wiedersehen. Machen Sie es gut, bis dahin, Servus.